Ich habe noch mal ein bisschen nachgetriggert. Ja gut, da wurde ich vom TS gekickt. Ja, Max hat Adminrechte. Ja, das ist okay, das ist okay. Den gönn ich. Das habe ich aufgenommen. Ja, ich auch. Ja, Leute, ich würde sagen, erfolgreich bin ich unter die Haut von ihm gekommen. Das würde ich mir jetzt tatsächlich so zurechnen. Ja, dann gleich weiter, ne? Ja, natürlich. Es hat geheißen, keine Schonung mehr. Und deswegen schonen wir nicht mehr. Ja. Außerdem wird ja auch die ganze Zeit gesagt, Alter, du hast 50 Folgen nichts gemacht, das Projekt wird noch 10 Jahre gehen. Nee, aber an der Stelle, ich bin immer noch gespannt, was die beiden da haben. Ist natürlich kacke quasi, wenn die fighten, wir kommen sofort danach. Aber ich habe einen interessanten Kommentar gehabt, und zwar, Alter, hör endlich auf, dich fucking zu rechtfertigen, das nervt übel. Und ich kann das voll nachvollziehen, Alter. Wenn du ein normal denkender Mensch bist, der quasi die ganze Zeit versteht, warum wir das machen und halt nicht diese Erklärung braucht, und im Endeffekt Zuschauer, die ganze Zeit quasi bei uns zuschauen, die wissen das natürlich. Und die kriegen das natürlich die ganze Zeit mit, dass wir uns am Rechtfertigen sind. Aber da gibt es natürlich auch einen großen Anteil an Zuschauern, die halt nur ab und zu mal einschalten und gerade nur bei Fight-Sachen einschalten, damit sie halt sehen, okay, wie sah das aus der Sicht des anderen Teams aus. Und dafür ist das quasi von uns gedacht. Ja. Aber deswegen ist es quasi völlig verständlich, dass da quasi Leute, die jede Folge gucken, da natürlich so ein bisschen crappy auf Dauer wären, weil sie sich halt auch denken, Alter, wir wissen den Scheiß, erzähl uns wichtige Dinge. Oh, das machen wir jetzt. Unser Plan ist, wir rennen wieder zu denen. Ne? was soll man sagen, ne? Ich meine, das ist halt leider ein PvP-Projekt und kein Kaffeekränzchen. Wow. Aber diesmal rennen wir. Aber, das hat halt voll. Okay. Dafür rennen wir halt über den Westen, ne? Ich möchte sagen, ich stehe mit dieser Meinung seit Tag 1 da, ne? Ja, gut. Das ist hier keine Doppelmoral. Ich wollte, dass man unsere Dinos killt. Das, ne? Ich habe die Propagandaschlacht noch da. So, ich setze hier über auf die zweite Insel, ne? Und ich laufe einfach nur Johnny hinterher, so. Ach so, ja. Gibt halt immer er ist der Kriegstreiber und ich schaue einfach nur, dass er nicht stirbt. Ja, es gibt halt immer einen dominanten Part in einer Beziehung. Yeah. Oh, ich hab zwei Piranhas an meinem Popo. Mhm. Naja. Der T-Rex kann das tanken. T-Rex kann das tanken. So. Drehen Sie sich bitte um. So. Okay. So, ich muss kurz Ausdauer ringen. Jo. So, und dann rennen wir. Ja, da wollen wir einfach mal mitten durch die zweite Insel rennen. Bis zu dem. Ah, ne, bei dem langen Punkt waren wir grünen Drop. Ja. Da, wo ich hingucke. Ja, warum nicht? Also so richtungsmäßig, ne? Ich meine, das ist, glaube ich, nicht mal auf der Insel hier. Doch. Hey, ja, doch, true. Du hast mich gebremst. Oh. Ja, das ist doof, ne? Alter. Nochmal, oder was? Nee. Oh, jetzt wurde ich gebremst. Wir können mal gucken, was in den Drop drin ist. Ja, grün ist nicht so geil. Ja, ich meine, kostet ja nichts, ne? Oh. Taru. Steinwasserrohr, Kompostbehälter, kleines Beet. Nee, das ist nur Base-Zeug. Also für eine Base. Jupp. Okay. Bist du bei mir? Ja. Sogar vor dir jetzt. Ich habe mich einmal komplett um 360 Grad gedreht und dich nicht gesehen. Du bist einfach. Das ist einfach mein toten Punkt. Okay. Du hast meinen toten Punkt einfach eiskalt ausgenutzt. Alter. Mann, mal diese kleinen Stockdinger hier. Achtung, Terze hinter dir. Oh ja. Ja. Kann man sich mal gönnen, aber. Jo. Kleiner Snack. Aber ich habe halt echt keine Ahnung, wo Eis und Kalte sein sollten. Aber irgendwie wird der scheinbar tatsächlich obenrum bevorzugt. Oben bin jetzt mal hochgelaufen quasi, ja, die Rampe. Mach mal. Naja, das Ding ist halt, die waren ja gerade die ganze Zeit bei den beiden vor der Base. Das heißt, ich glaube, die haben gerade aktuell keine eigene Base. Aber die könnten ein paar Betten in der Nähe natürlich haben, wenn die da. Das machen die eigentlich immer. Dann wollen wir auf die dritte. Mann, du hast mich geblockt. auf die dritte Insel dann übersetzen? Ja, ich muss kurz Ausdauer tanken.
Ja, das habe ich gerade gemacht, nachdem ich meine Nase in deinen Arsch gesteckt habe. Alter, fucking Vogelfieh, verzieh dich. Tschüss. Eieiei, das ist immer so dumm hier mit dem Baumgipfeln, weil man da ja... Ja, genau so. Jetzt klappt das doch. Ja, ja, ja. Übung macht den Meister, aber du rennst halt in die falsche Richtung. Ja, das ist richtig. Und ich laufe hinterher, weil, ne? Auch stumpf. Ja, bin halt ein netter Typ. Ich lass dich ja nicht alleine in den Nesten laufen. Übersetzen. Ja, aber nicht hier, oder? Oh, warum nicht? Wo bist du eigentlich? Ich bin übergesetzt. Was? Und ich bin dabei. Oh. Hä? Gabi, ich bin jetzt auf der Seite. Da hinten. Lol. Du bist richtig weit weg. What the fuck? Laufen. Ja, ich bin im Wasser gelandet. Guten Tag. Ja, guten Tag. So, wollen wir die Insel systematisch abgeben? Ich würde erstmal zum Max und Moris Base zurück. Ja. Mal gucken, ob wir schnell einen Kill snacken können und wenn die nicht da sind, dann gucken wir. Ja, das stimmt auch wieder. Meine Lohnung soll es keine geben, also ruf. Ja, das ist halt wieder das Prinzip. Die ja. Leute, die den, falls wir den jetzt gleich killen, gucken die Leute halt. Wir sagen eh das nur einfach alle 5 Minuten. Ja, irgendwann blenden wir es nur noch ein. Und die gucken halt eh nur den. Oh, ja. Was ist denn hier passiert? Das sind T-Rexe. Ja, ja. Level 35, männlich. Ja. Da muss aber eigentlich noch einer sein, so wie der Frist. Nee, ist kein Herzchen dran. Man könnte ja, wenn es 2 männliche sind, ist ja kein Herzchen. Das ist richtig. Ja, sollen wir den einfach killen, damit ihn kein anderer hat? Ja, damit er einen besseren nachspawnen kann. Ja, komm, let's go. Ja, das Schreien bringt ja auch nichts, du Eierkopf. Alter, was ein Moshpit, ey. Du fightest auch aus der Third Person, ne? Ja. Ja, das macht echt Sinn. Das habe ich nämlich bis jetzt noch nie gemacht. Bei mir ist einfach immer nur Blut. Ja. Mal als Vergleich, Leute. Ja, das ist gar nichts. Alter, der hält aber auch gut was aus hier, du. Ja. Alter. What the fuck? Holy shit! Ist ja dickiger als, als Ferma. Ach! Die Dinger gehen dann auch immer auf die Nerven, ey. Ist das hier zu killen oder das. Oh, geil, ich hab ein paar jetzt drauf bekommen. Ey. Ich muss sagen, unsere Bären sind schon relativ strong, ne? Also, ja, also, kann man halt echt nicht sagen, ey. Wie man sich da durchprügelt, ey, das ist halt schon. Das ist schon was ganz was Feines. So, du bist auf dem Weg zur Base, ne? Mhm. Bist du hinter mir? Nein. Ein bisschen weg, ja. Ist hier rechts oder links, ne? Mhm. Ich glaube schon. Oh Mann. Jeder Kackbusch hält einen auf. Ja. Okay. Dieses dürre Geästel, ey, wo wir auch Max vorhin eingeklemmt haben, ne? Ja. Beschissene Kacke. Ja, ja, das ist. Oh, wow, wow, wow. Alles klar, hier sind 46 Schlangen. Wollen wir die killen? Nee, nee. Kriegt ja eh nichts mehr. Ist eine Überraschung für den nächsten. Ja. Kurz Ausdauer machen. Ich frag mich, ob die in der Höhle waren und uns aufgelauert haben. Weißt du? Also aber ist, krass, dass die keinen Höhlen-Damage-Bonus kriegen, weißt du? Ja, stimmt in Nachhinein. Sind die vielleicht zu weit drüber oder so? Das ist halt echt 6 Kilometer drüber, aber ich meine, bei den anderen wusste ich nicht mehr, dass da eine scheiß Höhle ist. Bist du da? Ja. Ich hab ein bisschen Probleme mit den scheiß Kristallen hier durchzukommen. Ja. Das kannst ist du nicht in mich reinlaufen? Kannst du dich bitte einfach bewegen? Ja. Ist die Base weg? Jo. Jo. Alter, ist ja alles der. Die haben eingepackt. What the fuck? Jo. Wollen wir das aufsammeln? Guckst du mal, ob da was Krasses dabei ist? Ja, ich gucke gerade. Holz, Stein, Holz, Mörser. Was ist denn hier passiert? Ich glaube, die haben einfach alles abgerissen. Ich glaube, es war so eine Frustaktion, weißt du? Nee, das ist keine Frustaktion. Ich glaube, es ist eher eine gute Aktion. War mal Stego-Sattel?
Oh, lilaner sogar. Zack. Der war jetzt mit dem Stegosattel. Wenn kein Stegozähm. Aber jetzt ist halt die Frage, das ist halt jetzt eine Grauzone, wenn wir hier mehr rausnehmen, ne? Ach so, dann nimm mal nicht raus, dann lass den Stegosattel auch mal liegen. Wieso, hast du was anderes genommen? Nee. Ach so, ja, dann von mir ist nur den Stegosattel. Warte mal. Da hinten ist gerade ein Drop weg. Ja, aber die verschwinden ja auch. Ja, aber es hätte jetzt sein können, weißt du. Da unten sind auch T-Rex oder so. Genau da, wo gerade der Drop war. Ja, also ich glaube, die haben wirklich hier die Zelte abgebrochen. Und das gerade rechtzeitig, wie es scheint. Warte okay, mal. Wollen wir, wie lange ja, vor drei noch? Minuten. Okay, dann lass die runterspringen und die suchen. Also, weiß ich nicht, wie lange bleiben die liegen? Aber egal, dann lass jetzt suchen, lass jetzt suchen, lass jetzt suchen. Okay. Ah, aber sowas macht halt Bock, weißt du? Weil wenn wir jetzt wirklich nur nochmal gefunden hätten, hätte ich mich halt echt lame gefühlt so. Warte mal, wenn da die Schlangen war, kann es sein, dass die... Nee. Dass die in der Höhle unter uns gerade sind? Nein. Ich meine, also, dass die quasi in die Richtung weg sind, wo sie vorhin schon waren. Ja, true, Westen, ne? Ja. Ja, da haben die wahrscheinlich ihre Base gefunden, so. Ja, dass die halt geschaut haben erstmal, okay, wo? Und dann gerade am Zeug verschubbern waren, weil Max ist ja da auch an sein Dino hingelaufen. Ja, dann lass hier rechts lang, ne? Ja. Alter, du machst einfach random einen ganz kurzen Rechtsschlenker, um mich auszubremsen. Ja. Und nein, dann weiter. Weil ich links und rechts gucke. Und damit aber meinen Speed nicht verlieren will, nicht anhalten will, weißt du? Ja, ich weiß schon warum, aber es war halt. Ja. Ne? Du wolltest einfach mal ein bisschen nölen, sagst du. Ja. So. Also, westlich willst du rennen, ne? Also, ich renne jetzt westlich. Ich hab dich verloren. Wie das denn? Ich bin westlich gelaufen. Am Berg entlang. Am Berg entlang. Ja, ich bin quasi ein Plateau drunter. Guck mal, gerade hier geht's wieder ein bisschen hoch. Das ist ja Alpha Raptor. Ein Terzi. Ich bin beim grünen Drop. Siehst du den? Nee. Ja. Bist du weit? Nö, also ich bin quasi bei 58, 55. Okay. Dann bin ich. Ich bin an dem Terzi an der Kante. Ja. Ich komme. Siehst du mich? Nee, aber ja. Bin hier auf so einer freien Fläche. Ich seh dich. Lauf weiter, ich folge dir. Boah, das war close, Alter. Einer von uns beiden muss der Richtung vorgeben, Alter. Ja, dann lass hier runterkommen. Alter, ich hab grad zu viel Speed für dich, glaube ich. Aber ich muss sagen, ich bin noch nicht Third Person gewohnt. Ich bin noch nicht Third Person gewohnt. Ich muss in First Person hier durchrennen, Alter. Das ist. Da habe ich deutlich mehr Skill drin entwickelt. Alter, es leckt halt bei mir echt brutal. Ausdauer. Okay, ich renne schon mal ein bisschen weiter am Hügel entlang hier die ganze Zeit. Aber warte mal, wir rennen ja gar nicht mehr westlich. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir sind ja jetzt auf dem Weg, weißt du? Also jetzt müssen wir ja fast mehr oder weniger durchsuchen. Ja, das stimmt, ne? Aber ich würde ja trotzdem eher Richtung westlich rennen, weil das war ja unser Initialverdacht, ne? Dann müssen wir hier gleich links. Ja. Ich mach mal gerade Ausdauer. Dich verfolgen da Wildkatzen. Okay. Eine ganze Menge. Oh, ja, ich hab mir auch überlegt, ob wir sowas mal zähmen sollten, weil die anderen jetzt halt gerade wirklich behind sind. Dass wir quasi eine schnelle Eingreiftruppe haben, die nicht so wie die Rexe, weißt du? Ja, bin ich für zu haben. Wollen wir hier runter? Oder ach nee, eher oben bleiben. Ne? Das ja, runter. Jetzt. Okay. Ja, oben bleiben hat sich erledigt. Oh. Okay. Hast du wieder Schaden bekommen, Johnny? Nein, ich bin darin echt gut geworden. So. Ja, jetzt ist halt die Frage, ob sie quasi. Ja. Ich glaube, die nochmal haben wir das Glück nicht. Ja, wir können jetzt einfach hier Schlangen rennen, weißt du? Also jetzt wieder in den Norden und dann ein paar Meter in den Westen und dann runter. Wir können ja auch nochmal eine andere Route zurücknehmen, quasi. Ja. Und dann mal gucken, ob sie nochmal Sachen einsammeln, weil da war ja noch richtig geiles Zeug gelegen, ne? Oh, guck mal, hier ein Raptor.
Oh, 53. Ei. Hätte ich im Nachhinein noch. Oh, jetzt kommen die mega neu raus. Geil. Was? Aua. Ei, ei, ei. Bin ich dumm? Hm? E für Inventar öffnen, E ist reiten. Ach, weil ich bei Barbara die ganze Zeit draufklicke. Okay. Das erklärt's. Also wollen wir mal gucken, ob wir wieder zurückfinden? Nee, ich würde jetzt erstmal. Hier so über die Hügelketten und so? Ich würde jetzt auch bis zum. Ja. Bis zum Strand? Ja, lass hier runter und dann rechts eine ganz, ganz weite Kurve nehmen. Aber lass hier einen guten Spot. Hier links zum Beispiel hoch, denke ich mir halt schon, ja, ist ein besserer Spot. Ich würde sagen, da gehen wir mal hin. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin links hoch, die Rampe. Links die Rampe hoch? Ja. Welche Rampe? Ja, halt so eine Erhöhung. Du sicher, was links und rechts ist? Ja, sehr. Ich verwechsel das nie. Ich verwechsel das wirklich nicht. Also ich bin halt runtergelaufen Richtung, Richtung Südosten. Okay, dann springe ich jetzt hier einfach runter. Ich muss aber voll checken, dass da kein Scheiß... Nein. Ich muss sagen, auch ein Flottbus runterzuspringen ist deutlich einfacher. Ich bin jetzt am Strand. Sehr weit südlich, südwestlich. Ich laufe jetzt westlich am Strand entlang. Okay, warte. Ich muss auch zum Strand runterkommen. Vielleicht bist du dann da schon. Möglich. Ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwas sehe, was zähm curvy ist. Oviraptor würde ich jetzt nicht dazu zählen. Okay, sehe nicht. Guten Tag. Hoi. Willst du am Strand entlang oder willst du wieder rein? Nee, ich würde jetzt gleich wieder rein. Ja. Und dann halt. Aber ein bisschen weiter runter, quasi bis wir an der dicken Stelle sind. Also noch weiter. Und dann durch diese dicke Stelle zurück, weil da kann ich mir vorstellen, dass da noch der ein oder andere geile Spot ist. Okay. Und den würde ich halt gerne mitnehmen. Jo. Ich brauche gleich wieder Ausdauer, leider. Bleib hier mal stehen. Jo. Ja, ja. Ich meine, Eis und Kalle. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Weil er meinte, es müsste kompletter Zufall sein, dass wir uns sehen. Die bauen keine Base. Die spielen wieder ihr Nomaden-Ding aus. Ja. Weißt du, und deswegen müsste es kompletter Zufall sein. Wirklich, auf die Interpretation hätte man auch früher kommen können, ne? Durchaus. Okay, dann jetzt hier, rechts hoch. Bist du bei mir? Okay, ja. Okay. Ja, und dann hier mal so ein bisschen durchgehen, wo wir das... Ich meine, das ist ja das Coole, so. Immer da, wo man das Gefühl hat, das ist ein guter Baseboard, denken halt auch andere, das ist ein guter Baseboard, ne? Weil die sehen halt immer sehr, sehr ähnlich aus, die Dinger. Mhm. Hier lebt mir irgendwie zu viel, aber ich meine, die haben ja auch nichts, um irgendwas zu killen. Ja. Oder zumindest nicht viel, und die, aktuell hat man ja auch keinen großen Vorteil davon. Hier ist ein Terzi. Auch immer gucken, ob du nicht ein Viech vielleicht... Also nicht, dass es tot ist, sondern ist es vielleicht betäubt, weißt du? Ja, auch nochmal ein Anhaltspunkt. Ja, true. Nicht nur kaputt beißen, auch abbauen. Ja. Da hat, oh, da vorne ist ein Raptor oder irgendwas Rotes. Was könnte das hier sein? Oh, ein Alpha-Raptor. Mhm. Level 58, heilige Mutter Teresa. Ja, dann lass mal hier wieder runter, oder? Achso, aber von hier kamen wir. Ne, dann lass weiter in die Richtung hier. Weiter Richtung Norden und da rechts gehen. Ja. 20 Minütchen noch. Ne. 10 Minütchen noch. Wäre natürlich witzig, wenn wir sie nochmal finden. Ja. Guten Tag. Ich bin auf dem Adler gelandet, hab keinen Schaden bekommen. Der hat sich erschreckt. Jo, und mir erstmal den Schnabel reingerammt, Alter. warte mal, ich wollte ja weiter nördlich, ne? Dann renne ich mal hier die Klippe runter. Wow. Alter, was ist denn hier, ey, für ein Adlernest, ey? Hoi, ja. So, hopp. Also ich bin die Klippe runter. Ja, ich auch. Okay, dann die nächste kleine Klippe runter. So, und jetzt einfach hier geradeaus rennen, ne? Das macht der... Mhm. Hier geht's nochmal hoch. Alter, no. Ja, aber da kommt kein T-Rex durch. Ja, aber vielleicht gibt es ja einen anderen Weg, ne? Na, true. Oh,
Ja, hier runter. Wo runter? Geradeaus bin ich runtergefallen. Achso, aber du bist gar nicht die Treppen gegangen. Doch, doch, doch. Da kommst du. Hallo. Gute. Eieiei. So, achso. Ja, jetzt müssen wir wieder hier in die Richtung. Ja. Man kommt immer südlich hier. Das ist einfach alles ist südlich besser. Guten Tag. Hoi! Alter. Hä? Was ist denn das hier? Mega. Ach nee. Nee, warte mal. Hä? Hä? Das ist eine Höhle? Ja, das ist die Höhle unter der Base von denen, oder? Nein. Doch. Nein. Okay, ist es nicht. Das ist ja cool. Ja. Ha. Faszinierend, ne? Ja, wollen wir wieder zu deren Base und da... Ja, 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 ja. Ich meine, wir können halt gucken, ich bin auch immer noch dafür, dass wir da einmal in die Höhle gehen, oder ist das verboten? Wie meinst du? Die Höhle, die da drunter war, zählt das schon zur Unterwelt? Nee. Aber was willst du denn da drin? Keine Ahnung, vielleicht ist da irgendein richtig geiler Dino, den ich da nicht kenne, den wir uns dann instant zählen. Der hat ja irgendwas, was Sachen ins Maul nimmt, ne? Das... Ja, das war cool. dieser Megalosaurus. Oh, da vorne der Raptor. Wollen wir den? Ah, das ist kein Raptor. Ist so, das ist hier ein Mini-Raptor? Nee. Warum willst du denn die Raptor? Ich will einen Mini-Raptor, Alter. Die sind komplett broken. Ja, aber die sind vielleicht nur im Dings broken. Ich brauche Ausdauer. Im Verbund. Ja, dann brauchen wir halt mehr davon. Aber bis jetzt. Nee, mich hat schon einer gestunt. Mich hat einer gestunt und damit vom Bären gehauen. Ja, aber vielleicht ist das eine Fähigkeit, die sie in der Gruppe kriegen, weißt du? Weil wenn die immer gruppenweise rumlaufen... Ja, das war... Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das einer war. Alter, der Fuß ist aber auch schön hier. Stimmt schon, ne? Kann man so mal machen. Ja. Weiß auch nicht mehr, wo es lang geht jetzt. Einfach hier rechts im Hügel rum. Oh oh. Au. Warum? Uff, ei. Ja, moin! Runtergesegelt, ey. Nicht so einfach. Vor allem, weil Isos so ein kleiner Verstecker ist, ne? Wenn er da einmal nicht geschrien hätte, hätten wir den nie gesehen. Mhm. Und da hat er auch nur geschrien, weil wir das 6. Mal an ihm vorbeigelaufen sind. Was immer noch dafür spricht, dass wir keine guten Entdecker sind. Ja gut. Die jüngste Vergangenheit spricht ein bisschen dagegen, ne? Ja, das stimmt. So, hier war das drauf, ne? Hier ist der... Ui, T-Rex. Wer will? Weiß ich noch nicht. 37 männlich. Ja. Ach, das ist den wir gelegt haben. Oder legen wollten. Nee, lass es raufgehen. Weißt du, nicht. Ja, ja. Nicht, dass die jetzt gerade. Ich glaube ehrlich gesagt übrigens nicht, dass die zurückkommen. Ich weiß nicht, also das Zeug, das da lag, das war schon noch. Wir müssen zurück. Ich kann sagen, was ist das hier? Und dann nochmal um den Berg links rum. What the fuck, Alter? Mann, was war das denn? Die hat gekackt! Och Mann, Alter. Vor allem die ist eine Schlange nicht. Tot. Oh, hier sind sie! Okay. Ich hab den linken. Ich komm auf den linken. Den kriegen wir. Einfach chasen. Ich hab Schrot in den Rücken gekriegt. Ich hol mir Mori. Kommst du klar? Ja. Mori weiß gar nicht, was er machen soll. Ich nehme Max auf die auf Korn. Okay, der hat schon gut Hits. Der überlegt runter zu springen. Ich bin richtig dran. Fuck, ich habe gleich keine Ausdauer mehr und der hat ja unendlich, ne? Mhm. Ich habe ihn, also den. Ich habe Max schon ordentlich Schaden gemacht. Der springt, der hat einen Fallschirm. Fuck. Oh, verarsch mich doch nicht. Oh, ich habe ihn verloren, glaube ich. Oh, hier sind ein Kano und ein Allosaurus. Eieiei. Oh Mann! Alter, Max kann reiten, ey! Ah, wo ist denn der hin? Fuck my life, Alter, dass ich genau hier das Abspringen verkacke, weil ich... Fuck! Ach,
Hast du Hilfe? Nee. Ich bleib da unten hängen. Ach, dass ich's verkackt habe. Alter, ist der gut. Alter, du outplayst mich komplett, du Arschloch. Shit. Ich bin die ganze Zeit hängen geblieben. Mann. Ah, da hinten sehe ich ihn. Wo denn, hast du Koordinaten für mich? Ich laufe gerade nördlich auf 55, 62, sowas um den Dreh, am Strand entlang. Okay, nördlich geil, an der Insel. Okay. Ich kann von der anderen Seite kommen. Ich weiß aber jetzt nicht, wo er hin ist. 55 am Strand entlang. 55 ist nicht Strand. Ich muss jetzt suchen. Ja, du kannst trotzdem sagen, ob du am Strand bist oder nicht. Ich bin am Strand, aber ich laufe jetzt landinwärts. Scheiße, ich habe ihn verloren. Fuck! Mein Gott, Alter, Mori war so ein Freak hier. Ich habe seinen Mount gekillt, ich bin hinterhergesprungen. Ja, ich habe Max Mount auch fast tot, ey. Okay, lass die weiter suchen. Ja. Ach, fuck it, Alter, so ein bitterer Mist, ey. Ja, vor allem, dass sie. Max hat mich richtig outplayed mit der Route, die er genommen hat, ey. Ja, Mori wird's richtig feiern, weil er den Fight schon genommen hat. Aber wer mein Bär da nicht. Mein Bär ist quasi. Oh, ich hab ihn! Der ist direkt vor mir. Dann töte ihn. Ich hab sein Reittier. Das ist Max. Ah, ich seh ihn, ich seh ihn. Alter, das ist hier schon ein kleiner Klassenunterschied, was der Bengel macht. Hängt da fest. Warum lebt der noch? Jawohl. Oh, hier ist noch einer, oder? Nee. Hä? Hier war doch gerade was. Hab ich was eingebildet? Scheinbar ist mir eingebildet. Okay. Hast du all sein Stuff, ja, ne? Okay. Ich hab sein Stuff irgendwie nicht. Oh Mann, ey. Die haben Kerls. Alter, aber dicke Props, Leute. Guckt euch das auf jeden Fall aus den ihrer Sicht an. Also ja, auch Mori, ich muss sagen, natürlich tilte mich das, weil er nicht gerade losgespielt hat, wie ich mir vorstellen kann. Misplayed. Ja, ebenso, ne? Er hat es einfach besser gemacht. Das muss man halt einfach mal zugestehen, so. Und bei mir jetzt auch gerade, das war halt super Pech für ihn, dass er da in dich reingerannt ist. Aber Max hat sich das richtig. Also er ist die ganze Zeit geradeaus von mir weggelaufen, ne? Bis er gemerkt hat, dass ich dicker bin als er. Und dann ist er immer zwischen Bäumchen und Steinchen und Scheißdreck durch. Ja, Mori ist einfach nur gerade ausgelaufen. Ja. Aber also ich meine, da auch an den Fallschirm zu denken, das war schon echt gut. Ich würde jetzt gucken, ob wir noch Mori finden, weil der hat kein Reittier, ne? Der läuft gerade zu Fuß rum. Okay, und wo war er zuletzt? Von der Base aus. Also ein bisschen. Ah, kein Palmer. Ich glaube westlich von mir. Also wirklich. Ich geb's auf. Alter, desto mehr ich drüber nachdenke. Ich bin halt einmal um den kompletten Block hier gelaufen, also. Ja. Ich weiß es halt wirklich nicht. Also wir sind, glaube ich, hier runtergesprungen. Nee, kein blassen Dunst. Okay, lass mich mal kurz die. Ah, dass wir die nochmal gefunden haben, ey. Also ich muss sagen, ich würde am Ende des Tages, wenn wir, glaube ich, nochmal darüber sprechen, wie wir jetzt das fortfahren, weil das jetzt ist natürlich für uns eine wilde Jagd so, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das für die geil ist so. Also wir haben es ja auch erlebt, wir haben uns dann eingemauert, die kommen gar nicht dazu, weil die halt von allen Teams belagert wurden, die komplette Woche durch. Ja. Und das ist halt, ja, muss man einfach drüber nachdenken. Vielleicht ist der Adex-Vorschlag mit einer gewissen Schonzeit und sowas halt einfach besser. Weil ich glaube gerade. Also vorher war ja jeder dagegen so. Jetzt ist halt die Frage, vielleicht. Herren Kalle und Eis, Alex und Johnny sind gerade bei uns. Ihr okay, ab zu unserer Basis. Du hast ein bisschen Schiss, aber die Folge ist jetzt egal. So verstanden, schon. Ende. 10-4. Ja, ein bisschen Schiss, ja, ist richtig. Deswegen lass einfach rucki zucki zu unserer Base gehen. Vielleicht nutzen sie es tatsächlich. Und wenn wir es jetzt diese Folge nicht mehr schaffen. Also ich meine, das ist halt ein klares Ablenkungsmanöver, damit wir Mori, der zu Fuß unterwegs ist, nicht killen. Ja. Dann gehe ich zurück und du suchst Mori. Ja. Ich renne zur alten Base von denen. Ja. Das Problem ist, ich erkenne immer voll schwer, wer von beiden das ist. Ich habe jetzt Angst, dass ich Henno kille, so. Das wäre halt übel lame. Ja, aber wie gesagt, Leute, ne? Adex war das siehst du ja, wenn du knapp hinter ihm bist. Und ich muss sagen, das gerade ist natürlich arg und so, aber ich muss sagen, arg ist für mich halt auch der Fight von großen Dinos. Und jetzt, ich liebe unsere Bären über alles, aber den ganzen Tag mit Bären in Iguanodon zu chasen. ich finde das schon geil. ich krieg auch Adrenalinkick und alles, aber ich glaube halt,
Gebt da gerne mal Feedback, wie ihr das als Zuschauer seht. Und zwar konstruktiv, Alter, sonst reiße ich euch ein den... Ja, ehrlich gesagt banne ich euch einfach nur, wenn ich das nicht. Ja, genau. Ist mir das eigentlich auch egal. Aber so ist das Prozedere. Ja, alle, die es gesehen haben und von Max kommen, Grüße und Liebe. Wie gesagt, no hard feelings, alles easy. Es war eine Mega-Folge wieder, war eine Mega-Woche. Ja. Es war viel Action. Ich meine, Kalle und Eis sind beide gestorben. Wir haben zweimal Henno gekillt und ich hätte Muri killen müssen. Ich hätte es machen müssen. Das war dafür hast du ja dann Henno gekriegt. Ja, schon, aber ich hatte ihn am Sack. Und dann springe ich und du musst dir vorstellen, ich bin gesprungen, springe ab, schaffe es nicht direkt wieder auf ihn zu kommen, lande und der ist so einen Millimeter über mir. Aber ich kann nicht auf Reiten drücken. Und dann probiere ich halt auf ihn zu springen, aber es klappt nicht. Und dadurch verliere ich halt dann genau die Zeit, weil ich dann muss ich T drücken, weglaufen, der kommt näher, ich muss nochmal weiter weglaufen, weil er noch nicht weit genug weg war. Mhm. Holy shit, ey, mega, mega direkt schon. Dann gucke ich raus und dann sind da zwei Allosaurus und ein T-Rex und ich sehe so eine grüne Zahl aufploppen und denke mir so, das sind sie. Die Zuschauer haben es ja gesehen, du kannst es mir ja gleich erzählen. Nee, ich wusste, das musste ich hier auch nochmal für die Zuschauer zusammenfassen, Alter. Jungs, das ist insane, es war mir eine Riesenfreude und wie gesagt, nur hat Feelings, hau da rein.